Oh, ihr armen Barbie-Puppen. Ihr habt aber Pech gehabt diesmal. Und was ist das für ein Knopf? Oh, wow. Meine Puppen sind lebendig geworden. Das ist ja toll. Also, Mädels, wollen wir spielen? Den hier? Nö. Ich nehme mir diesen Knopf hier. Und was erwartet mich? Oh, meine Liebe, das weißt du ja noch gar nicht. Ich glaube, diese Farben werden deinen Look perfekt ergänzen. Ich fange mit meiner Lieblingsfarbe an. Habe ich den richtigen Knopf gedrückt? Oh nein! Was habe ich denn auf dem Kopf? Das ist ja voll ekelhaft. Ich kann nichts sehen. Ist das Farbe? Boah, wie ekelhaft. Furchtbar. Ich habe keine Lust mehr drauf. Oh, was ist das denn für eine hässliche Farbe? Das passt überhaupt nicht zu meinem Outfit. Tut mir leid, Jess, aber ich muss alle Farben ausschütten. Denkst du, ich finde das einfach? Ich habe diese Farben total geliebt. So, jetzt sind wir fertig. Herzlichen Glückwunsch, du hast die erste Runde bestanden. Du siehst gar nicht schlecht aus. Nur weil ich klein bin, heißt das nicht, dass du dir sowas erlauben kannst. Gleich kriegst du was von mir, du dummer Riese. Wie wär's denn mit etwas Farbe? Yeah, genau ins Auge getroffen. Oh, das ist so gruselig. Nein, 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 ich will nicht diesen Knopf drücken. Ich nehme den anderen hier. Was wird gleich passieren? Ich habe Angst. Oh, wow. Sieht so aus, als hätte Julia diesmal mehr Glück gehabt. Du bekommst nämlich diese schönen, bunten Bällchen hier. Mal sehen, was dir davon gefallen wird. Ah, das sind ja riesige Bälle. Ach du meine Güte. Ah, andererseits ist es voll cool. Ich mag diese Bälle. Die sind so cool. So viele verschiedene Farben. Oh, da freue ich mich ja. Schaut mal, ich habe jetzt einen ganzen Bällepool. Oh, wow, die sind ja auch noch essbar. In diesem Pool könnte ich ein paar Tage lang bleiben. Mann, wie lecker. Hinter diesem Knopf verbirgt sich sicher was Cooles. Mal sehen, wenn ich drauf drücke, was wird dann passieren? Jess hat ja gar keine Ahnung. Weißt du, was in dieser Flasche drin ist? Oh, ich liebe es einfach. Probieren wir mal. Unglaublich. Jess, du wirst es lieben. Los geht's. Was ist das? Oh, das ist ja voll klebrig. Dickflüssig und klebrig. Das ist was Schreckliches. Moment mal, das ist Honig. So viel Honig. Der färbt meine Augen gelb. Oh, das schmeckt aber andererseits richtig gut. Ups, habe ich etwa gerade noch einen Knopf gedrückt? Oh, ich sehe, du willst noch was. Haha, wie wär's dann mit ein paar Federn? Ich bin mir sicher, es wird dir gefallen. Das ist genau das, was wir brauchen. Jess, viel Spaß damit. La 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 la. Nein, 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 bloß nicht das. Wieso denn Federn? Oh, die kleben jetzt an mir. Ich sehe aus wie ein schäbiges Huhn. Wie konnte ich nur diesen blöden Knopf hier drücken? Das ist so doof. Mach dir keine Sorgen, beim nächsten Mal hast du mehr Spaß. Und was macht Julie? Ich muss mich entscheiden, ich nehme mir einfach diesen Knopf hier. Ah, was ist denn hier los? Hä? Du hast eine Ausrüstung bekommen. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Es gibt nämlich Brause. Oh, ich liebe die Dinger. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gegessen. Julie, das wird ganz schön viel sein. Oh nein. Ich glaube, da kommt was. Das ist nicht besonders angenehm. Oh, das ist so eine Art Steinregen. Ich glaube, er ist vorbei. Das riecht gut. Probieren wir mal. Wow, das schmeckt ja richtig lecker. Und ich will noch mehr und noch mehr. Oh nein, hier passiert was. Oh, das sieht ja richtig hübsch aus. Ich glaube, ich muss dir öfter Brause geben. Oh, ich habe immer wieder schlechte Knöpfe bekommen.
Diesmal werde ich doch mehr Glück haben, oder? Ich zittere schon. Mach dir keine Sorgen, Julia. Du hast Glück gehabt. Du bekommst diese wunderbaren Haribo-Bären. Ich liebe die einfach. Hier, bitte sehr. Aua! Das hat wehgetan. Das war ganz schön schwer. Oh, das ist ja ein Haribo-Bärchen. Ich liebe das Ding. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich könnte das den ganzen Tag lang essen. Mir ist ein bisschen langweilig. Ich habe eine tolle Idee. Julia, ich hoffe, es wird dir gefallen. Oh, schaut euch diese Konsistenz hier an. Wunderschön. Herrlich. Und es schmeckt immer noch ganz schön lecker. Los geht's. Dieser Bär war so lecker. Ich wünsche mir noch ein paar. Hey, was ist das denn? Ich dachte, ich würde Gummibärchen bekommen. Sind das etwa geschmolzene Haribo-Bären? Oh nein, ich sehe nichts. Ach du meine Güte. Nein, wieso sitze ich jetzt in dieser Gelee-Masse? Aber andererseits schmeckt das ganz schön lecker. Na siehst du, Julia, war doch gar nicht so schlimm, oder? Hey Jess, drück auf den Knopf. Einen Moment. Ja. Okay, dieser Knopf wird mir Glück bringen. Ich bin soweit. Ich habe hier eine ganze Flasche Cola extra für dich. Ich nehme mir mal einen Schluck. Ich liebe es. Und jetzt bist du dran. Na? Oh, das ist ganz schön kalt. Wieso ist die Cola so kalt? Ach du meine Güte, das ist viel zu viel. Ich bin jetzt schon total mit Cola bedeckt. Ich tauch ab. Ich muss die Luft anhalten. Ich fühle mich wie ein Fisch. Ich hoffe, mir wird einer dieser Knöpfe hier helfen. Oh, gute Wahl. Das ist genau das, was du brauchst. Denn alle wissen, dass Mentos plus Cola gleich Explosion ergibt. Was? Ist es das, woran ich denke? Bloß nicht das! Oh, wow! Das sieht ja toll aus. Ach du meine Güte. Ich muss schon wieder einen Knopf aussuchen. Ich hoffe, das ist nicht allzu gruselig. Ich habe deine Gebete gehört. Das ist gar nicht eklig und gar nicht unheimlich. Wir alle lieben Seife, oder? Vor allem Schaum. Hä? Was ist das denn? Schaum? Seifenschaum? Das ist viel zu viel. Ah, ich sehe nichts. Oh, könnt ihr bitte aufhören? Ich tauch ab. Das wird wohl nie aufhören, oder? Helft mir. Julie, du siehst so lustig aus. Willst du noch eine Quietsche-Ente? Hier, bitte sehr, die ist für dich. Oh nein. Die ist ja gigantisch. Oh, wie süß. Wollen wir zusammen baden gehen? Auf welchen Knopf soll ich denn drücken? Okay, ich suche mir einfach den hier aus. Oh, gute Wahl, Jess. Also, ich würde nicht sagen, dass ich dich beneide. Du bekommst jetzt nämlich Tabasco-Soße. Und mit der ist nicht zu spaßen. Boah, selbst ein einziger Tropfen kann schon zu viel sein. Na, wie auch immer, ich denke, du magst scharfes Essen, oder? Oh nein, 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 was ist das denn? Das ist irgendwie flüssig und rot. Wonach riecht das denn? Ist das Tomatensauce oder sowas? Ist das essbar? Muss ich mal probieren. Schmeckt ganz schön lecker. Wobei, nein, das ist ja Tabasco! Jess, was ist mit dir passiert? Du steckst ja noch alles in Brand. Hey, hörst du mich? Nicht sie weg von hier. Das ist unsere Chance. Beeil dich, bevor sie zurückkommt. Der Ausgang ist in der Richtung. Also Mädels, ich bin zurück. Keine Panik. Gleich werden wir das Feuer löschen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.